Alles okay? Pegel? Pegel. Okay, dann herzlich willkommen zu dieser Vorlesung von Fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Hier im Hörsaal und zu Hause an den Empfangsgeräten, ihr seid mir alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es hier drum. Wir machen heute den ersten Teil von einer Doppelvorlesung zu Parallelism und Concurrency oder Parallelismus und Nebenläufigkeit, wenn man die deutschen Fachworte verwenden möchte. Erster kurzer Abschnitt wird sein, dass ich eine kurze Übersicht gebe. Warum machen wir das? Was ist das und wie mache ich das? Und danach stürzen wir uns in die erste Hälfte, die so ein bisschen die einfachere von beiden ist, nämlich den Parallelismus, und schauen uns so an, was damit in Haskell so alles möglich ist. Einmal mit der Evaluierungsmonade und Strategies, danach mit der Paarmonade, und wenn meine Zeitplanung richtig läuft, müssten wir auch noch die Zeit haben, uns die Bibliotheken Reaper und Accelerate zumindest einmal kurz anzugucken. Also, das allererste, was ich sagen muss, ist diese Leseempfehlung hier. Simon Marlow ist einer der großen Simons, der am GHC mitgearbeitet hat. Es gibt Simon Peyton Jones, Simon Marlow, und da gibt es noch zwei, drei andere große Simons, die alle eine prominente Rolle im GHC gespielt haben. Deswegen ist es so ein kleiner Insider-Joke, wenn ihr besser in Haskell werden wollt, das Erste, was ihr tut, ist, ihr benennt euch in Simon um. Dann habt ihr die besten Voraussetzungen. Und Simon Marlow ist halt der Typ, der buchstäblich das Buch zu Parallel and Concurrent Programming in Haskell geschrieben hat. Das steht kostenlos im Internet zur Verfügung. Das kann sich jeder, der irgendwie in der Lage ist, diesen Titel zu googeln, gratis durchlesen. Der gesamte Beispielcode, der verwendet wird, ist auf Hackage, sodass ihr auch das alles schön nachprogrammieren könnt, was ihr da tut. Der Mensch hat früher bei Microsoft Research am GHC geschrieben. Inzwischen arbeitet er bei Facebook und setzt da Haskell ein. Was er da genau macht, wird auch im Haskell-Cast besprochen. Der wurde mal so eine Stunde lang interviewt von ein paar coolen Leuten. Wer da Interesse hat, kann sich das auch anhören. So, aber erstmal, wie kommen wir überhaupt zu der Problemstellung? Naja, es gibt da so ein geflügeltes Wort und das nennt sich Free Lunch is Over. Wir haben lange, lange, lange darüber profitiert, dass einfach die Hardwarehersteller so nett waren und uns einfach immer schnellere Prozessoren gegeben haben. Und das hat, ne, da gibt es dieses sogenannte Moore's Law, dass irgendwie sich alle 18 Monate die Prozessorleistung, die man sich für einen Dollar kaufen kann, verdoppelt. Das Problem ist, diese Kurve flacht so langsam ab. Und dieser Tage ist es eher im Trend, Prozessoren breiter als tiefer zu machen. Das heißt, anstatt irgendwie noch das letzte Quäntchen Geschwindigkeit aus einem Prozessor, den man neu auf den Markt bringt, rauszuquetschen, ist man jetzt eigentlich eher dazu übergegangen, dass man jetzt einfach mehr davon auf eine Platine klatscht. So, das bedeutet für uns als Programmierer, dass es sinnvoll ist, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie wir ein Programm auf mehrere Kerne verteilen können, sodass wir von dem technischen Fortschritt auch in Zukunft irgendwie noch was mitbekommen. Und wie ihr merkt, hat also das Paper, in dem dieser Satz das erste Mal, glaube ich, großartig gefallen ist, kommt von 2005, das ist jetzt 10 Jahre her. Das heißt, so langsam wird es Zeit. Und deswegen dachte ich mir, dass ich euch auch was dazu erzähle in der Vorlesung. Ne? Bin ich nicht nett. Okay, erstmal ein paar Definitionen. Was sind Parallelism und Concurrency? Wenn ihr jetzt einfach nur Englisch sprecht, und dann werdet ihr irgendwie die Idee davon haben, dass das beides so ein Wort ist für mehrere Dinge gleichzeitig tun. Aber in der Programmierung ist es anders als im normalen Englisch und die beiden Sachen bedeuten etwas sehr, sehr Unterschiedliches, was in der normalen, natürlichen Sprache nicht so ist. Da kann man Dinge concurrently tun und das bedeutet ungefähr das Gleiche, als wenn man Dinge parallel tut. So. Das erste ist, Programme arbeiten parallel, wenn sie mehrere Einheiten Hardware benutzen, um die Antwort auf eine ganz bestimmte Frage schneller zu bekommen. Das heißt, mehrere Stücke Hardware, ob das jetzt irgendwie Prozessorkerne ist oder eine Abstraktionsebene höher, irgendwie mehrere Rechner arbeiten an ein und derselben Frage. Die Sache ist, ich stelle eine Frage und ich will die Antwort, ich will sie nur schneller haben,
als sie auf einem Prozessorkern irgendwie ausrechnen zu lassen. Und deswegen schmeiße ich Hardware gegen das Problem, bis es keine Lust mehr hat. Das ist Parallelism. Dann gibt es nebenläufige Programme oder Concurrent Programs. Die haben mehrere sogenannte Threads of Control. Während Parallelismus eher so das ist, dass ich mit mehr Hardware an einer Sache arbeite, ist Concurrency eher das, dass ich an mehreren unterschiedlichen Sachen gleichzeitig arbeite. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Thread, der mit dem User interagiert und der irgendwie Tastatureingaben liest. So, dann habe ich einen Thread, der mit einer Datenbank interagiert und da irgendwas ansucht. Und dann habe ich einen dritten Thread, der irgendwie durchs Dateiensystem schnüffelt und irgendwie meine ICQ-Logs liest oder was auch immer. Die haben unterschiedliche Dinge zu tun. Die suchen nicht irgendwie nach einer Antwort nur schneller, sondern tun ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Das ist Concurrency. Das bedeutet natürlich, dass sie irgendwie mit der echten Welt interagieren müssen. Und das bedeutet in unserem Falle, dass das alles IO-Threads sind. Oft ist derselbe Unterschied die Frage zwischen deterministischem und nicht-deterministischem Code. Also Determinismus bedeutet, dass wenn wir zweimal dieselben Sachen reingeben, kriegen wir auch zweimal dieselben Sachen raus. Es ist von vornherein bestimmt über die Eingabe, welches Ergebnis wir kriegen, wir wollen es nur schneller. Nicht-deterministischer Code bedeutet, dass wir jedes Mal, wenn wir ihn ausführen, theoretisch zumindest unterschiedliche Ergebnisse bekommen können. Und wer jetzt aufgepasst hat, natürlich ist nebenläufiger Code, also Concurrent Code, zwangsläufig nicht deterministisch. Weil ich habe gerade eben gesagt, wenn du mit einer Datenbank interagierst oder sowas, da kann jedes Mal was anderes drinstehen. Ne? Und wenn man in I.O. kommt, ist sowieso der Determinismus zum Teufel. Aber paralleler Code kann man in der Regel deterministisch formulieren. Das heißt, wenn ich die Antwort auf eine Frage haben will, dann ist die Antwort immer dieselbe, egal wie schnell ich sie mir irgendwie erarbeiten kann. Deswegen, das erlaubt auch so hübsche Tricks, wie ich schreibe mir ein Programm, was den Code normal, was die Frage mir beantwortet, auf einem Kern. So, ich schreibe dieses Programm fertig und dann sage ich einfach, okay, dieses Programm benutzt einfach mal 8 Kerne. Und dann kriege ich es einfach so daher transportiert. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass man ein Programm auf einem Kern testen kann, und es dann auf 8 laufen lassen kann und die Garantie hat, dass das dieselbe Antwort ergibt und dass da nichts irgendwie dazwischen flunkt. Concurrency könnte man theoretisch auch dafür verwenden, eine Antwort schneller zu bekommen, aber das ist so ein kleines Anti-Pattern, weil, also irgendwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Wenn man Concurrency an der falschen Stelle einsetzt, dann gibt man quasi diesen angenehmen Determinismus von Parallelism auf, obwohl man ihn doch auch ganz einfach an anderer Stelle haben könnte. Insbesondere, nachdem ich die Vorlesung fertig hatte, habe ich mir nochmal ein altes GitHub-Repo von mir angesehen, wo ich was zur Collatz-Conjecture berechnen wollte. Wem das nicht sagt, ist egal, aber ich habe mir halt so ein kleines Programm geschrieben und ich habe alles, was man falsch machen kann, falsch gemacht. Ich habe mir eine globale Variable irgendwie in eine Variable gelegt und dann ganz viele Threads losgeschickt, die alle mir eine Antwort auf eine Frage geben sollten, die dann ineinander sich getangelt haben und es war alles furchtbar. Auf jeden Fall, das macht man nicht. Wenn wir Parallelismus haben, dann sollten wir möglichst irgendwie versuchen, deterministisch zu bleiben, weil uns das einfach unseren Code schöner macht und es einfacher macht, darüber nachzudenken. Ja, natürlich kann irgendwie beides in einem Programm vorkommen. Natürlich kann ich irgendwie mehrere Threads haben, die mit einem User oder einer Datenbank interagieren und trotzdem irgendwie noch parallel Sachen lösen wollen. Das ist ganz normal. Ich wollte nur, dass ihr einmal den Unterschied drin habt. Okay, jetzt muss ich euch zwei Vokabeln beibringen, weil wir im Rest der Vorlesung häufiger mal darüber nachdenken, wann irgendwann ein Ausdruck ausgewertet wird und wie weit. Und da gibt es die zwei Vokabeln, die ihr lernen müsst. Das sind einmal die Normal Form und einmal die Weak Head Normal Form. Die Normal Form eines Ausdrucks ist der Ausdrucks komplett ausgewertet. Das heißt, die Liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, so wie sie da steht, ist in Normalform. Da gibt es keine Unterausdrücke, die ich noch weiter auswerten könnte. Hingegen der Ausdruck Liste 1, 2, 3 konkateniert mit Liste 4, 5, 6 ist nicht in Normalform, weil ich da noch die Funktionsanwendung auflösen könnte.
Die Funktionsanwendung, plus. Ich müsste dieses plus noch auflösen, bevor es Normalform wird. Genau. So, die WeCat-Normalform eines Ausdrucks ist der Ausdruck, aber nur evaluiert bis zum äußersten Konstruktor oder zur äußersten Lambda-Abstraktion. Das heißt, irgendwie bis zum ersten Cons oder bis zum ersten Branch bei einem Tree oder bis zu was auch immer, bis zum äußersten Konstruktor ausgewertet ist die, bedeutet weak head Normalform. Dieser äußerste Konstruktor wird dann als der Head bezeichnet. Wer jetzt aufgepasst hat, kann sich natürlich denken, dass jeder Ausdruck in Normalform auch in weak head Normalform ist, weil es keine Rolle spielt, ob der Rest des Ausdrucks irgendwie schon ausgewertet oder nicht ist. Solange der erste Konstruktor ausgewertet ist, ist es weak head Normalform. Und was mit dem Rest ist, ist egal. So. Und ob ihr, also das ist jetzt ein relativ wichtiges Konzept und deswegen machen wir jetzt ein kleines Publikumsquiz, ein WHNF-Zuschauer-Wachzustandsüberprüfungsquiz. Ich schmeiße jetzt ein paar Ausdrücke an und ihr müsst mir sagen, ob die in Normalform sind, ob sie in WeCat-Normalform sind, beides oder keins. Erster Ausdruck. Tupel aus 1337 und Hello World. Ja, das ist Normalform, richtig? Da gibt es nichts mehr, was wir weiter auswerten könnten. Das heißt, es ist in Normalform und damit ist es auch in WeCat-Normalform. Zweiter Versuch. Lambda x nach 2 plus 2. Genau, der Head ist hier die Lambda-Abstraktion. Dass das 2 plus 2 hier hinten noch nicht ausgewertet ist, ist egal. Das Äußerste, was uns interessiert, ist die Lambda-Abstraktion und ob dahinter noch was Unausgewertetes kommt, ist egal. Beides nicht? Okay, fangen wir hier oben an. Dieses Tupel hat keinen Unterausdruck mehr, den man weiter evaluieren könnte. Ja, das ist in sich fertig, da kannst du keine Berechnung mehr mit anstellen. Das ist alles ausgewertet. Ja? Lambda x nach 2 plus 2 ist an der Stelle zum Beispiel 2 plus 2 nicht ausgewertet. Das könnte man noch zusammen formulieren in 4. Und aber weil das Äußerste, also weil der äußerste Konstruktor oder in diesem Fall ist es halt eine Lambda-Abstraktion ist, sagt man, dass es in der WeCat-Normalform ist. Besser? Okay. Dritter. F cons OO plus plus bar. Ja. Genau, insbesondere zählt aber, also ja, es ist WeCat-Normalform, aber ob hier hinten ausgewertet ist oder nicht, spielt keine Rolle. Hauptsache, dieser Konstruktor ist ausgewertet. Wir haben irgendeinen Head, auf den es ausgewertet ist, und das reicht schon. Es ist in diesem Fall ein Konstruktor, oben was eine Lambda-Funktion. Aber ja, du hast recht, es ist in der WeCat-Normalform. Letzter Ausdruck. Lambda x nach x plus 1 auf 2. Richtig, keins von beiden. Es ist einfach nur eine Funktionsanwendung. Es ist nicht zu irgendeinem Konstruktor ausgewertet und das Äußerste ist auch keine Lambda-Abstraktion. Das hier ist schon eine fertige Funktion, die wir noch anwenden müssen. Es ist keine Abstraktion mehr, es ist die fertige Funktion, die wir auf 2 anwenden. Okay, soviel dazu. Dann muss ich euch noch ein bisschen was zum GHC erzählen. Ich mache jetzt gleich jede Menge Code an der Tafel. Der ist wunderschön und bunt. Und ich denke, einigermaßen leicht zu folgen, aber wenn ihr den nachher nachprogrammieren wollt, dann müsst ihr eure Programme kompilieren aus dem GHCI-Parallelismus geht nicht einfach, das müsst ihr einmal kompilieren. Hier schon der erste Fehler. es müsste GHC-Make heißen, nicht Minus-Make. Das Wichtige ist, dass ihr dem Compiler außerdem diese beiden Flags übergeben müsst. Einerseits Runtime System, also RTS Options und einmal Threaded. Das heißt, der GHC merkt sich, aha, dieses Programm könnte eventuell Parallelismus verwenden oder sowas, dann könnt ihr sowas ordentlich nachprogrammieren. Okay, wenn ihr das dann einmal damit kompiliert habt, könnt ihr hinterher, wenn ihr es ausführt, auch Optionen an das Runtime System übergeben, die dann sehr, sehr nützlich sind für euch.
zum Beispiel, also ihr macht das, indem ihr einfach ganz normal euer Programm ausführt und dann dahinter schreibt plus RTS, dann irgendwelche Flex übergeht und dann am Ende minus RTS hinschreibt. So, und die Flex, die ich jetzt hier zum Beispiel benutzt habe, sind minus N2. Das bedeutet, nutze zwei Kerne dafür. Du kannst zwei von, wie auch immer, vielen Prozessorkerne ich habe, dafür nutzen. Vielleicht solltet ihr sicher gehen, dass ihr mindestens zwei habt. Und minus S gibt uns so einen kleinen Report aus, über wie viele Sparks created wurden, wie viel Zeit das gebraucht hat, alles sowas. Einen hübschen Report über den Durchlauf des Programms. Nein, natürlich nicht. Man würde die Main ausführen. Ich sehe schon. Ich sollte mir das vielleicht irgendwo aufschreiben oder so. Nein, ich würde schon dran denken. Okay, wenn ihr irgendwie jetzt genaueres dazu wissen wollt, könnt ihr entweder Runtime System Options oder sowas in eine beliebige Suchmaschine eingeben. Ein kurzes Cheat-Sheet dazu findet ihr auch unter dieser URL. Ja, werdet halt damit zufrieden. Ich habe es euch gesagt. Alles gut. So, der Rest der Vorlesung geht komplett über Parallelismus. Und zwar werden wir als allererstes mal und den Großteil der Zeit werden wir damit verbringen, uns die Evil-Monade anzuschauen und Strategies, die dazugehören. Danach gebe ich noch einen kurzen Rundown der Paar-Monade. Und am Ende, wenn wir noch Zeit haben, gehe ich kurz einmal über die Reaper-Bibliothek und die Accelerate-Bibliothek drüber und stelle euch die einmal kurz vor. So, ich kann euch ein bisschen beruhigen. Hier steht zwar überall Monade, aber das ist die erste Vorlesung nach der Einführungsvorlesung, in der wir uns keine Monadeninstanz selber schreiben. Inzwischen habt ihr es, glaube ich, einigermaßen drin. Ich habe auch in den Übungen irgendwann mal gehört, oh, schon wieder eine Monadeninstanz schreiben, das können wir doch inzwischen. Was am Anfang des Semesters keiner gedacht hätte. Aber okay. Also, fangen wir an mit der Evil-Monade und Strategies. Wenn ihr das Modul Control Parallel Strategies importiert in euer wunderschönes Haskell, dafür müsst ihr das Paket Parallel mit Kabal installieren, dann stellt euch dieses Modul die Evil-Monade zur Verfügung und einige Funktionen vom Typ Strategy. Die offensichtliche Frage ist jetzt, was zur Hölle ist eine Funktion vom Typ Strategy? Sowas. Eine Strategie für einen Typen A ist eine Funktion von diesem Typen in die Evil-Monade von A. Evil, müsste ich vielleicht einmal kurz erklären, steht natürlich nicht irgendwie für böse oder sowas, das würde sich mit I schreiben, sondern für evaluate. Das heißt, eine Monade, die sich darum kümmert, wie und wann bestimmte Ausdrücke ausgewertet werden. Und die Strategien sind halt alle Funktionen, die einen gewissen Ausdruck, der einfach so in Haskell-Land rumschwebt, nehmen und ihn auf eine gewisse Art und Weise auswerten oder eine Berechnung in der Evil-Monade zurückgeben. So, insbesondere werden wir uns zwei Strategies angucken. Das sind RPAR und RSeq, dazu aber gleich mehr. Und natürlich, wie bei den letzten Monaden auch häufiger schon, ihr kriegt die Evil-Monade und ihr kriegt ein Run-Evil dazu. Das nimmt irgendeine Berechnung in der Evil-Monade und gibt euch einfach den Wert der Berechnung wieder zurück. Ne? Wie bei State, wie bei was auch immer. Vielleicht insbesondere zu erwähnen, Run-Evil ist pur. Das heißt, wir müssen nicht in I.O. oder sowas drinstecken. Wir müssen nicht mit der Außenwelt interagieren. Das hier ist Parallelism. Das ist alles reinster Haskell-Code, der die Außenwelt nicht anfasst. Und trotzdem können wir diesen Code auf mehrere Prozessorkerne schieben. Ich finde das großartig. Ja. Also wenn du jetzt A, I.O., String oder sowas nimmst, dann theoretisch, ja, das klappt. Aber es muss nicht in I.O. drin sein. Also als ich damit angefangen habe, dachte ich immer so, ja, es ist ja bestimmt irgendwie in I.O., weil wir sprechen da mehrere Kerne an und so weiter. Aber die Bewertung, also die Berechnung interagiert nicht mit der Außenwelt. Und das heißt, wenn du nicht willst, dass es mit der Außenwelt interagiert, dann tut es das auch nicht. So, RPAR ist insbesondere die interessanteste Strategie wahrscheinlich. Und diese Strategie könnt ihr euch so vorstellen, als dass sie sagt, okay, hey, ich krieg irgendein Argument und dieses Argument könnte parallel ausgewertet werden. Ne? Das heißt,
hier könnte Parallelismus stattfinden, das könnte man auf einen anderen Kern schieben zum Beispiel. Aber es sagt das einfach nur so und lässt das Programm einfach, und das Programm, was diese RPAR aufgerufen hat, läuft dann weiter. So, rseek ist die ist eine Strategie, die auch ein Argument übergeben bekommt und auf die Auswertung wartet. Das heißt, wenn dieses Argument auszuwerten, irgendwie ne, löse folgende Primzahlengleichung, was auch immer, richtig lange dauert, dann sagt RPAR erstmal nur, okay, schmeißt es auf einen anderen Kern, und rseek sagt, warte auf, bis das fertig ist, vorher geht's nicht weiter. Ihr seht gleich, wie das alles in Code zusammenkommt, und das ist alles einfacher, als ihr jetzt denkt, versprochen. Vielleicht, ich muss noch dazu sagen, ausgewertet in diesem Kontext bedeutet immer erstmal zur Weakhead-Normalform, die wir gerade hatten. Es sei denn, ich sage irgendwas anderes, aber prinzipiell erstmal zur Weakhead-Normalform. Und ja, wenn ihr zum Beispiel RPAR übergibt, hier, werte folgenden Ausdruck aus, und zwar bitte parallel, und der Ausdruck ist schon ausgewertet an irgendeiner anderen Stelle im Programm, dann passiert genau gar nichts. Und das wird einfach übergeben. Okay, schauen wir uns das mal an, wie das in Action aussieht. Das ist ja jetzt alles fein dahergeredet. Wie geht das mit Code? So, wir sagen jetzt mal, ich habe zwei Ausdrücke, die ich berechnen möchte, und ich sage, das sind f von x und f von y. Und ich möchte die gerne parallel auswerten, also auf zwei Kernen. Ich möchte sagen, dass der eine Kern sich um fx kümmert und der andere um fy, damit ich nicht beide hintereinander mache und das ewig viel Zeit braucht. Wir sagen jetzt außerdem, dass einer von den beiden länger braucht, obda, nenne ich das jetzt erstmal f von x. So. So machen wir das. Wir machen run evil und dann sind wir in der evil-Monade, das heißt, wir können einfach do-notation verwenden und wir sagen, okay, f von x, aber bitte mit rpar. Das heißt, also rpar von f von x bedeutet, werte diesen Ausdruck parallel aus. Und darunter sagen wir, also und das schiebt bitte nach a. So, und dann haben wir b und da werte bitte parallel f von y aus und zurückgeben sollst du bitte das Tupel aus a und b. So, der Verlauf, wenn man sich jetzt mal Prozessorbelegung gegen Zeit anguckt, würde ungefähr so sein. Wir haben gesagt, f von x dauert länger. Und deswegen, ne, das sind jetzt auf beiden Kernen, und f von y wird hier berechnet, in dem unteren Balken, und f von x oben. Zurückgegeben wird das Tupel a, b aber schon hier, weil wir nicht gesagt haben, dass wir darauf warten sollen, dass die fertig evaluiert sind, sondern einfach nur sagen, okay, das gibt zurück. Das heißt, wir haben als allererstes mal einen Tupel zurückgegeben mit zwei Dingern, die drin, die noch nicht evaluiert sind. Wir können jetzt aber sagen, und das Programm erhält die sofort. Return passiert instantan. So. Das Programm außenrum läuft weiter, während f von x und f von y noch parallel weiter ausgearbeitet werden. So, jetzt können wir die eine davon, das eine RPAR, durch rseek ersetzen. Das heißt, wir sagen, okay, nimm f von x, werte es in parallel irgendwo auf dem anderen Kern aus und werte außerdem f von y auf diesem Kern hier aus und warte, bis f von y fertig bewertet ist. Und dann erst gibt das Tupel zurück. Dann könnt ihr euch denken, was passiert. Wir warten so lange, bis f von y ausgewertet ist und geben dann das Tupel zurück, indem f von y jetzt schon fertig drinsteht. Und f von x aber noch nicht fertig evaluiert ist. Und genauso, wer jetzt mitgedacht hat, kann man natürlich auch noch sowas machen. Das heißt, wir machen genau das Gleiche, außer dass wir jetzt noch außerdem auf a warten. Dann kriegen wir erst das Tupel zurück, wenn beide fertig ausgewertet sind. Von Situation zu Situation kann es relevant sein, welchen davon ihr braucht. Das hängt von eurem Code ab und dem Problem, was ihr damit lösen wollt. Aber prinzipiell, so sehen RPAR und rseek erstmal in Action aus. Da war eine Frage. Also die Frage war, was passiert jetzt, wenn ich das Tupel schon zurückgebe und RPAR noch nicht fertig ist, das Argument auszuwerten.
Naja, was passiert, wenn du in Haskell einen noch nicht ausgewerteten Ausdruck haben willst? Es passiert das Gleiche, was immer passiert. Er wird ausgewertet. Aber jetzt halt von dem Programm, was außen drum rumläuft. Das ist das Programm, was du eigentlich, vom Hauptkern. Und dann im Zweifelsfall, wenn das jetzt zum Beispiel zwei Ints wären und die Funktion außen rum möchte gerne die Summe davon haben, dann wird es sagen, okay, ich brauche A und B, sehr gut, das sind die hier, oh, die sind noch nicht ausgewertet, dann werte ich die mal aus. Und dann addiert es das. Das Problem ist jetzt aber, das ist der Single Thread, der oben einmal außen rum läuft. Das heißt, der Parallelismus, den wir hier reingeschoben haben, würde total verpuffen, weil dann irgendwann Paar f von x zurückkommt und sagt, hey, ich habe f von x ausgewertet. Oh, du hast es schon. Das ist suboptimal. Da verschwenden wir Prozessorzeit. Also meistens braucht man irgendwie so eine Variante hiervon oder davon, je nachdem. Man weiß aber selten, welcher von allen Aufgaben schneller fertig ist. Und deswegen, ja. Noch eine Frage? Oder wenn es uns egal ist. Es gibt auch sowas wie, also die Frage war, ob wir R-Paar nur brauchen, wenn wir genau wissen, wie lange es dauert und es dann genau angeben können. Oder wenn es uns egal ist. Wir können auch sagen, okay, wir haben folgende 1000 Probleme, werte alle aus und mach zwischendurch was anderes und dann blub, 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 blub weiter unten im Programm. Okay, jetzt guck mal, welche du schon ausgewertet hast und dann mach irgendwie mit denen irgendwas und werte zwischendessen die restlichen aus. Das nennt sich Speculative Parallelism. Richtig, der Hauptthread würde dann einfach weiter auswerten, die Dinger, die noch nicht ausgewertet sind. Aber du kannst am Anfang des Programmes zum Beispiel schon sagen, okay, werte erstmal folgende schon mal aus und dann wird das schon irgendwie. Und dann kannst du erst was anderes machen und dann hast du vielleicht auf der einen Maschine 400 von 1000 Problemen gelöst und auf der anderen Maschine 600 von 1000 Problemen gelöst. Aber der Hauptthread würde dann erst diejenigen, die noch nicht ausgewertet sind, dann zu Ende auswerten. Macht das Sinn? Noch eine Frage. Also sowas hier. Also die Frage, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, angenommen, R von Y ist schon ausgewertet und ich gebe das schon zurück, also sowas. Ja? Und jetzt will ich den zweiten Wert von diesem Tupel haben, bevor R von X ausgewertet wäre. Und dass das dann ja eigentlich dazu führen würde, dass der erste dann nochmal vom äußeren Thread ausgewertet würde. Ach so, also doch so. Okay. Ja, der würde trotzdem auf X warten, ja, auch wenn du nur FY haben willst. Hier würde er nicht auf FX warten, weil Haskell lazy ist und wenn er das X vom Tupel nicht braucht und das Tupel aber schon hat und da das Y schon drin steht, dann nimmt er sich einfach das Y. Okay, noch eine Frage? Ich sehe schon, hier kommt zu nichts mehr. Wie bitte? Ja, im GHCI sogar. Ich habe jetzt gerade keinen Laptop, auf dem ich Live-Coding machen könnte, aber du kannst zum Beispiel sagen, also stell dir vor, du machst im GHCI irgendwie so let x Tupel 3 plus, oder nein, machen wir es andersrum. Du sagst irgendwie let x gleich 3 plus 5, let y gleich 7 mal 26, und sagst du let t gleich Tupel xy, dann kannst du dir mit dem GHCI-Command sprint, also sprint t, wird dir dann wahrscheinlich sowas ausgeben wie sowas hier. Also einen Tupel mit zwei Unterstrichen. Das heißt, weil es weakhead normal form ist, dass er das Tupel ausgewertet hat, aber noch nicht was drinsteht.
Und dann kannst du irgendwie sowas machen wie Seek und dann wird es weiter ausgewertet. Ich glaube nicht mit Strategies. Sowas geht theoretisch, aber Strategies sind so ein bisschen High-Level dafür. Wir kommen gleich noch zur Paar-Monade, die gibt dir ein bisschen mehr Kontrolle über sowas. Aber soweit, was RPAR und RSeq machen, ne, RPAR sagt, hier kann Parallelismus passieren und RSeq sagt, warten bitte auf das hier. Soweit klar. Okay. Man kann das hier auch irgendwie ein bisschen leserlicher schreiben, indem wir einfach sagen, also das hier kann man ein bisschen leserlicher schreiben, indem wir einfach sagen, okay, anstatt A ist RPAR und B ist warten und dann auch noch warten auf A, sagen wir einfach, okay, sowohl A und B machen wir mit RPAR und dann warten wir einfach auf beide. Das ist vom Code her identisch dazu, aber ich finde das hier hübscher zu lesen. Und deswegen werde ich das hier in den Folien weiterverwenden. Weil, ne, dann sagen wir einfach, das soll parallel und das soll parallel und wir warten aber auf beide. Finde ich, macht es deutlicher. So. Mehr Beispiele, genau, ihr wollt immer mehr Beispiele. Also, wir wollen jetzt einen Sudoku-Solver parallelisieren. Wir haben eine Textdatei mit 1000 Sudokus. Diese Sudokus sind alle irgendwie als String kodiert, das heißt irgendwie, ne, das Sudoku-Feld ist irgendwie flach hintereinander gelegt und alles, was keine Zahl ist, ist ein Punkt, das steht dann halt für leeres Feld oder sowas. So, und jetzt haben wir schon eine Funktion solve, die uns einen String nimmt und uns vielleicht, also maybe, ein gelöstes Sudoku zurückgibt. Entweder gibt es eine eindeutige Lösung, dann gibt es uns just irgendwas zurück, wie der Grid-Datentyp aussieht, ist gerade nicht relevant. Oder es gibt uns ein Nothing zurück, wenn es keine eindeutige Lösung gibt. So, diese Funktion haben wir schon, die wollen wir auch gar nicht diskutieren, die setze ich jetzt mal voraus. So, wenn wir das jetzt auf einem Kern machen wollen, dann könnten wir das so machen. Okay, main, wir lesen die Command-Line-Argumente hier in getArgs und die schmeißen wir in die Liste F. Also wir sagen damit, dass wir genau ein Kommandozeilenargument erwarten und wir nennen das F. Wir sagen, okay, readFile von diesem F, das heißt, liest die Datei mit genau diesem Namen, schmeißt das in die Variable File, teilt die Variable File nach Zeilen auf, ne, jedes Sudoku in einer eigenen Zeile und map solve auf alle diese Teile. Das kommt dann in diese Solutions. Und was wir uns, also ne, da ist dann ganz viele Maybes. Und was wir uns dann anschauen wollen ist, okay, von den Solutions, nur die eine eindeutige Lösung haben, deswegen filtern wir nach isJust, also ne, wenn es keine eindeutige Lösung gibt, wäre es ein Nothing, wir wollen aber nur die mit eindeutiger Lösung. Und deswegen filtern wir hier einmal nach isJust, das ist eine Funktion aus Data Maybe, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die in der Preload drin ist. Okay, und von dieser Liste wollen wir die Länge haben und die wollen wir printen. Das heißt, wie viele von unseren Sudokus können wir eindeutig lösen? Und das ist jetzt auf einem Kern. Das ist das, was ihr normalerweise schreiben würdet. Und das wollen wir jetzt gerne parallel machen. Und zwar sagen wir, okay, wir wollen jetzt zwei Kerne dafür benutzen. Dann sagen wir, okay, das ist jetzt ein bisschen verändert. Wir sagen, okay, die Liste mit allen Sudokus, die wir irgendwie eingelesen haben, nach genau dem Muster, das wir vorhin hatten, splitten wir jetzt in AS und BS. Erste Hälfte der Liste, zweite Hälfte der Liste. Und die Solutions berechnen wir jetzt genau nach diesem Muster hier. Indem wir sagen, okay, AS' und BS' sind RPAR von force, zu force komme ich gleich, map, solve, bla. Ne? Genauso wie wir es eben hatten. Wir mappen immer noch solve über die erste Hälfte der Liste und der zweite Hälfte der Liste, dann warten wir auf die beiden Ergebnisse und dann geben wir die Ergebnisliste zusammen zurück. Und dann printen wir wieder die Länge. So. Prinzipiell, jetzt mal abgesehen von force, das kommt auf der nächsten Folie, prinzipiell klar, wie es was hier funktioniert. Wir sagen, RPAR, okay, das kann hier parallel evaluiert werden, mach das mal. So, was macht force und warum brauchen wir das? Force hat folgende Typsignatur. Force hat den Typen NF-Data A, also irgendeinen Typ in NF-Data, ist eine Typklasse, erkläre ich gleich, A nach A. Wie vorhin angesprochen, evaluiert RPAR nur zur Weak-Head-Normal-Form
und nicht zur vollen Lösung. Das heißt, wenn wir jetzt unser Sudoku haben und sagen, okay, wir wissen, das ist ein Just, aber dann könnte es auch irgendwie sagen, okay, wir haben das Grid hat ganz oben links eine 1 zum Beispiel. Und das ist schon ein Konstruktor und das reicht uns und weiter müssen wir es nicht auswerten. Könnte man jetzt, also ne, wie gesagt, die Details sind versteckt, aber wir wollen halt nicht irgendwie eine unausgewertete Funktion oder irgendeine unausgewertete Lösung für ein Sudoku haben, sondern wir wollen gerne die ganze Lösung haben. Und deswegen gibt es Force, das sagt einmal, lauf einmal die gesamte Datenstruktur lang, guck sie dir komplett einmal an, sodass die ganze Datenstruktur im Speicher ist und nicht noch irgendwelche irgendwelche Unterausdrücke unausgewertet blieben. Ne? Also ist Force die Normalform. Man muss natürlich bedenken, das braucht bei einer Datenstruktur von einer Größe von n natürlich O von n Zeit, aber manchmal ist es halt notwendig und ihr solltet diese Funktion dafür kennen. So, NF-Data-Typklasse. Die Typklasse umfasst alle Typen, die wir in eine Normalform schieben können. Ne? NF, Normalform und Data, weil wir Funktionen nicht wirklich in eine Normalform kriegen können, immer, und deswegen nur Data. Die ist so definiert, NFDataR, where RNFR nach Unit ist, also ne, das ist diese eine Funktion, und sie bringt sogar schon eine Standardimplementation mit, nämlich RNFR ist einfach A-Seek Unit. Seek ist so eine Funktion, die schaut sich ihr erstes Argument an, evaluiert ihr erstes Argument und gibt dann B zurück. Also gibt dann ihr zweites Argument zurück. Ne, Typsignatur von A nach B nach B. Und das heißt, diese Standardimplementation schaut sich einmal das A an und gibt danach Unit zurück. Unit war der Typ, der nur einen Bewohner hat, und zwar wieder Unit. Das ist der uninteressante Typ, da passiert nichts Großes. So. Und weil RNF eine Standardimplementation mitbringt, nämlich dieses RSeekUnit, erleichtert uns das Instanzen von ganz simplen Typen, sowas wie Bool, die keine Unterstruktur haben. Ne? Bool hat True und False, da hängt nicht irgendwo noch eine Liste von irgendwas dahinter, was man irgendwie weiter evaluieren müsste. Das sind einfach nur diese beiden Konstruktoren und deswegen reicht es schon, einfach Instance NF Data Bool hinzuschreiben. Das alles. Mehr müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht sagen where, bla bla bla, sondern Instance, fertig. So, wenn wir jetzt irgendwie einen etwas komplexeren Typen haben, dann sagen wir irgendwie, okay, angenommen, wir haben einen Baum über einen Typen A, der ist entweder empty oder gebranched und ein Branch ist ein linker Teilbaum, ein Wert vom Typ A und ein rechter Teilbaum, dann müssen wir uns halt doch irgendwie eine RNF schreiben. Wir sagen, ne, weil muss Unit zurückgeben, RNF von empty ist einfach direkt Unit, weil, okay, wir haben uns das angeguckt, wir können Unit zurückgeben. Und von einem Branch LAR ist es RNFL, Seek RNFR, Seek RNFR. Das heißt, guck dir den linken Teilbaum rekursiv an, guck dir den Wert im Knoten rekursiv an und guck dir den Wert im rechten Teilbaum rekursiv an und danach fertig. So. Jetzt dürftet ihr es etwas besser verstehen, wenn irgendwie, also zumindest wisst ihr jetzt, was Force tut. Ansonsten ist das der gleiche Code wie eben. Wenn ihr es jetzt besser versteht, gut. Wenn ihr es jetzt schlechter versteht, habe ich irgendwas falsch gemacht. Soweit Fragen zu dem Code. Ja. 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 Er gibt nicht einfach B zurück. Er gibt, er schaut sich A einmal an. Und also er wertet das einmal aus. Weil wenn du darauf Pattern matcht, dann wird es einmal in Weakhead Normal Form ausgewertet, um überhaupt Pattern matchen zu können. Wenn du ein Ding einer Funktion übergibst und diese Funktion über Pattern Matches definiert ist, dann musst du wissen, in welches dieser Pattern Match das Ding, was du übergeben hast, reinfällt. Und dafür musst du es auswerten. Und weil du in der Definition von Seek nicht irgendwie gesagt hast, Seek von Unterstrich B ist B, sondern Seek von A, B ist B, dann muss es einmal ausgewertet werden und dann gibt er einfach B zurück. Das ist nur so eine kleine Trickfunktion, um einfach mal die Evaluation des ersten Arguments zu forcen.
Okay. Ansonsten unser Sudoku-Solver, wie wir ihn gerade eben schon hatten. Ja? Was? Ah. Liste mit einem Element F. Ne? Kann man so machen. Das sagt, okay, wir erwarten genau ein Kommandozeilenargument. Weil, ne, es ist, soll eine Liste sein mit genau dem Element F. Nicht mit irgendeinem Const oder so. Okay, ansonsten soweit, so gut. So. Das hat ja jetzt schon Parallelism drin. Ne? Und wir haben hier R-Pass und die forcen das und alles soweit, so gut. Wir haben dem einen Prozess, wir haben gesagt, okay, du wertest jetzt diese eine Hälfte der Liste aus und du wertest jetzt diese andere Hälfte der Liste aus. Und wir machen damit unser Programm auch schneller. Wenn man das testet, kommt man ungefähr auf einen Speedup in Wall Clock Time auf 1,5. Wall Clock Time ist die Zeit, die auf einer Uhr an der Wand vergeht. Ja, also das, was ihr hier draußen außerhalb von einem Computer bemerkt und erlebt, das ist Wall Clock Time, weil man auch irgendwie Zeit auf einem CPU-Kern oder sowas beschreiben könnte. Das ist dann irgendwie CPU-Time oder sowas. Das ist nicht das, was uns interessiert. Wir interessieren uns, wie schneller ist das Programm am Ende. Und so, gar nicht mal schlecht, 1,5 für zwei Kerne, kriegen wir da eventuell noch mehr raus. Wir können uns jetzt einmal angucken, was genau dieses Programm getan hat, und zwar mit einem kleinen Tool, was sich ThreadScope nennt. ThreadScope wird mit dem GHC, glaube ich, mitgeliefert, und wir können uns jetzt angucken, was die einzelnen Kerne hier tun. Grün heißt, sie arbeiten, und orange heißt irgendwie Garbage Collection. Und was wir hier sehen ist, dass beide bis ungefähr hier arbeiten, aber dann der eine Kern noch weiterarbeitet und der andere Kern rumeidelt. Das ist ein Problem, weil das Programm ist noch nicht fertig und der eine Kern hört einfach auf zu arbeiten. Warum tut er das? Ideen? Also jetzt abgesehen von dem, was gerade an der Tafel war. Ja? Genau, das ist absolut richtig. Die Sudokus können zum Beispiel unterschiedlich schwer sein. Also die Berechnungen sind ungleich groß. Ich habe die ganzen einfachen Sudokus nach vorne getan und die ganzen schweren nach hinten. Dann ist die eine Berechnung größer als die andere, wenn wir einfach nur genau die Hälfte der Liste nehmen. Das ist häufiger ein Problem, wenn wir von vornherein festlegen, wie das Problem aufgeteilt werden soll. Okay, wir nehmen diese eine Hälfte, wir tun sie dahin und wir nehmen die andere Hälfte und wir tun sie dahin. Weil wir vornherein halt schlecht wissen können, wie groß diese Berechnungen am Ende dann tatsächlich sind. Das nennt sich Static Partitioning, weil wir sagen, okay, die Partition ist genau folgende, Hälfte da, Hälfte da. Und das ist fertig. Static Partitioning hat noch ein anderes Problem, etwas weniger schwer, aber es hat noch eins, und zwar, dass wir jetzt, angenommen, wir haben 8 Kerne und wir teilen es nur in 2 auf, dann hilft uns das nichts. Wenn wir es nur in 2 aufteilen, dann können wir so viele Kerne haben, wie wir wollen. Irgendwas größer 2 werden wir sowieso nicht erreichen. So, und wenn Static Partitioning das Problem ist, was könnte dann die Lösung sein? Dynamic Partitioning, absolut korrekt. Okay, anstatt irgendwie ein paar große Chunks anzugeben und sagt, okay, dies ist einer, fertig, sagen wir einfach, okay, jedes Sudoku ist ein kleines Problem. Wir haben viel mehr davon, als wir irgendwie Rechnerkerne haben oder so, aber kein Problem. Schmeiß einfach Parallelismus auf alle diese kleinen Probleme und lass das Runtime-System vom GHC den magischen Rest machen. Das heißt, die Leute, die den GHC implementieren, sind schlaue Menschen und die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie sowas am besten läuft. Und deswegen kann man einfach Parallelismus auf jedes kleine Problem geben und den GHC managen lassen, wann welches kleine Problem ausgewertet werden soll. Das Zauberwort dazu heißt Spark. Wir können, ein Spark ist ein noch nicht ausgewerteter Ausdruck, den wir irgendwie parallel auswerten sollen. Der GHC behält sich eine kleine Queue im Runtime-System und wenn wir sagen, okay, RPAR irgendwas, dann schreibt sich diesen Spark in die Queue und wenn dann irgendein Prozessorkern ankommt und sagt,
ich habe gerade keine Arbeit, was soll ich denn tun? Dann sagt der GRC sofort, na, du machst das hier. Und so lange, bis keine Sparks mehr übrig sind. genau. Ja? Genau. Alle Sudokus kommen einzeln in die Queue. Und immer wenn ein Prozessorkern gerade nichts zu tun hat, holt er sich einen ungelösten Ausdruck von der Queue ab und bearbeitet den. So ist kein Prozessor deutlich schneller vor dem anderen fertig und und idelt nur rum, weil er dann einfach so lange Arbeit kriegt, bis es keine mehr gibt. Genau. Für diejenigen, die schon die Betriebssystem-Lecture bei Professor Möller hatten, ich wollte gerade noch einmal erklären, Sparks sind nicht dasselbe wie Haskell-Threads. Und Haskell-Threads sind auch nicht dasselbe wie Betriebssystem-Threads. Und Betriebssystem-Threads sind nicht dasselbe wie Prozessorkerne. Wenn ihr jetzt irgendwie ein etwas größeres Programm habt, also etwas größer als unser Sudoku-Solver, aber durchaus nicht untypisch, dann könnt ihr ruhig mehrere Milliarden Sparks im Laufe des Programms haben. Ihr hättet aber dann vielleicht nur so ungefähr 1 Million Haskell-Threads. Und das wären vielleicht 12 Betriebssystem-Threads auf vielleicht 6 Kernen. Ja? Und weil sich das keiner vorstellen kann, habe ich außerdem bunte Bilder. die Grafik habe ich Don Stewart geklaut. Die Quelle ist hier. Ist auch ein sehr empfehlenswerte Stack Overflow-Question, die das Ganze, was ein Spark ist, nochmal relativ gut darstellt. Aber im Prinzip ein Ausdruck, der noch nicht ausgewertet ist, aber parallel ausgewertet werden kann, greift es eigentlich ganz gut. Also, ne, dass mir niemand Sparks mit Threads verwechselt. So, jetzt mal genug Theorie. Wir wollen jetzt uns eine Funktion definieren, die für jeden Ausdruck in der Liste, die wir durchgehen wollen, einen eigenen Spark kreiert. Also eine Evil-Monade-Version von Map. So würde das zum Beispiel gehen. Die Funktionssignatur sollten den meisten irgendwie bekannt vorkommen. Wir nehmen eine Funktion A nach B, ganz normal, eine Liste von A ist ganz normal, aber wir geben eine Liste von Bs nicht einfach so zurück, sondern in der Evil-Monade. Und was wir machen ist, okay, F auf leere Liste ist return leere Liste, ist uninteressant, aber F von A cons As ist folgendes. Wir nehmen FA und sagen, das ist ein Spark, das kann parallel ausgearbeitet werden. Und dann sagen wir, okay, rekursiver Aufruf, paar mit F auf den Rest der Liste und wir geben B cons Bs zurück. Soweit klar? Für jedes FA wird jetzt ein Spark erstellt, weil wir es in RPAR schmeißen und der GHC managt das dann, wie das ausgesetzt wird. Wenn wir das jetzt in unserem Beispiel zur Doku-Solver einsetzen, sieht das ungefähr so aus. Die üblichen 4 Zeilen oder sowas oder 4, 5 Zeilen. Und hier ist jetzt Solutions, ist einfach nur PAR-Map, unsere Funktionssolve, auf die Puzzles, die ganz normalen Puzzles, und das dann einfach einmal in Run-Evil reingeschmissen. Joris war zuerst. Hä? Wir definieren uns ja PAR-Map erst. Okay, hat sich geklärt. Ja? Das ist richtig. Run Evil führt es aber aus, glaube ich. Stefan? Na, das wollte ich auch sagen. Die Frage, die aus dem Publikum kam, für diejenigen zu Hause ist, warum brauche ich hier unten bei
bei Solutions gleich Run Evil, blub, nicht noch irgendwie einen RSeq dazwischen, damit wir auch tatsächlich darauf warten, dass die Sparks ordentlich ausgewertet werden und nicht irgendwie vom Filter ist just auf die Solutions. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass Run Evil das sich darum kümmert oder dass es irrelevant ist. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler in dem Code ist, weil ich den Code 1:1 aus dem Buch geklaut habe, aber ich habe auch gerade keine genaue Antwort. Ich kann das mal nachgucken, ja? Rpa.f, du... ich glaube, sowas würde gehen. Also die Frage ist, ob man irgendwie Parmap durch normales Map Rpa.f irgendwie lustig verkettet, sodass die Typen passen. Könnte man nicht? Stimmt. So, also wenn man es so könnte, dass die Typen passen, würde es wahrscheinlich keinen Unterschied machen, aber das wird halt schwierig, weil man dann eine Liste von Evil R's zurückbekommt und kein Evil von Liste, also eine Evil Liste B und nicht ein bla, nur nicht das jeweils andere. Da könnte man wahrscheinlich immer noch Sequence draufschmeißen aus Control Monet oder sowas, ja. Wahrscheinlich, ja. Das würde wiederum wahrscheinlich gehen. Aber ja, aber man kann es auch einfach so definieren. Ich finde das schön. Okay. Schnell weg davon. Okay. Wenn wir uns jetzt das ThreadScope-Dings mal anschauen, dann merken wir, das hat jetzt A, einen höheren Speed-Up. Wir sind jetzt ungefähr 1,8 mal so schnell wie das ursprüngliche Programm in War-Clock-Time. Und die beiden Kerne arbeiten so gut wie gleich lang bis zum Ende. Weil wir jetzt einfach ganz viele Sparks haben und sich jeder Kern immer einen abholen kann, wenn er gerade keine Arbeit hat. Warum jetzt nur 1,8 und nicht 2? Ich benutze doch doppelt so viele Kerne. Ich will auch gefälligst doppelt so schnell sein. Na, das wird ein bisschen knapp, weil natürlich immer noch ein bisschen Overhead dafür drauf geht, dass die ganzen Sparks erstellt werden müssen, gemanagt werden müssen, diese in der Queue gehalten werden müssen und was auch immer. Also ein Speedup von tatsächlich 2 mit 2 Kernen zu erreichen, ist eigentlich unmöglich. Aber ne, 1,8 ist schon gar nicht mal ist schon gar nicht mal schlecht. So, dann können wir uns außerdem vom GHC noch so einen kleinen Report ausgeben lassen. Das war, glaube ich, dieses S, was ich am Anfang einmal als Flag übergeben hatte. Und da können wir auch irgendwie uns nähere Informationen über die Sparks, die wir erstellt haben, geben lassen. Zum Beispiel haben wir hier 1000 Sparks, okay. 1000 converted, null overflowed, null dat, null gezählt und null fizzled. Ah, aber schön. Was heißt denn das? Converted bedeutet das, was passieren sollte. Da wurde tatsächlich Parallelism mit betrieben, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Overflowed bedeutet die maximale Anzahl von Sparks, also die Deck Size heißt das, glaube ich, die der GHC sich merken kann. War überfehlt, du hast 15.000 Milliarden Sparks erstellt und so viele kann ich mir nicht merken, also weg damit. Duds sind, du wolltest irgendwas sparken, was schon ausgewertet war, also habe ich das gelassen. Garbage Collected bedeutet, okay, ich habe das hier ausgewertet, aber du hast es nie benutzt, also habe ich es weggeschmissen. Und Fizzled bedeutet, okay, mir wurde gesagt, ich soll das hier auswerten, aber dann war das Programm an anderer Stelle schneller damit fertig, bevor ich fertig war, und dann habe ich es auch weggeschmissen. Generell, so wie es da oben steht, so soll es eigentlich aussehen. Wir wollen alle Converted bekommen und Overflowed, Dud und Garbage Collected, Fizzled eigentlich nicht, es sei denn, wir machen sowas wie Speculative Zeugs. Hier vorne. Ich glaube, das war dieses, das war eine Runtime System Option. Ich glaube, das war dieses, erinnerst du dich ganz auf der Folie zu Technisches, war ich ./main, fälschlicherweise .hs und dann +rts, -n2, -s. Und ich glaube, dieses S war das, wenn mich nicht alles täuscht. Aber nimm nicht mein Wort dafür, lies es in der Doku nach. Ja.
Sowohl als auch. Also die Frage war, ob es jetzt nur bemerkt, wenn irgendwie AirSec vergessen wurde und das dann irgendwie weiter unten nochmal aufgerufen wird und aus irgendeinem Grund schneller fertig wird. Oder ob es auch bemerkt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich zweimal dieselbe Berechnung starten lasse und dann irgendwie merkt, wieso, wir werten hier den gleichen Scheiß aus, warum machen wir das zweimal, das schmeiße ich weg. Das sollte beides bemerken, soweit ich weiß. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt sich irgendwie tief in das Runtime-System reingebuddelt hat, aber ich glaube schon beides. Okay. Das Rabbit Hole zu Strategien geht noch ein bisschen weiter. Wir können, also das Modul gibt euch außerdem noch diese schönen Dinge. Wir können zum Beispiel ein paar andere Strategien sind, zum Beispiel R0, das ist die Strategie, die nichts evaluiert. Das fertig, kann man an manchen Stellen manchmal brauchen. DeepSeek ist eine Strategie, die das Ding komplett bis zum Ende evaluiert, genauso wie Force. Wir können mit Dot Strategien kombinieren, also irgendwie können wir jetzt sagen, okay, wir machen RPAR Dot Seek oder sowas, oder Dot RPAR Seek, und dann kriegen wir eine Strategie daraus, die wir nur noch einzeln anwenden müssen. Es gibt Using, das finde ich großartig. Das ist zwar nur ein bisschen Syntax hin und her schiebe, aber das bedeutet, wenn wir irgendwie einen Ausdruck haben, using rpar oder parlist oder irgendwas, das bedeutet, dass wir einfach dieses Using-Strategie dahinter schreiben können und der Ausdruck, der normalerweise auf einem Kern ausgeführt wurde, wird jetzt auf mehreren Kernen ausgeführt. Ohne dass wir im Code irgendwas verändern. Wir klatschen einfach was dahinter. Kommentier ein, Multicore. Kommentier aus, Singlecore. Kommentier ein, ist großartig. Es funktioniert einfach so. Und wir können den Code, der das Problem löst, komplett von dem Code, der den Parallelismus erzeugt, trennen. Wie geil ist das? Sehr geil ist die Antwort. Und wir haben auch irgendwie Parlist, das steckt auch in dem Modul. Das bedeutet, gib mir eine Strategie, um einen Wert auszuwerten und ich werte dir eine ganze Liste parallel aus. Das ist irgendwie auch irgendwie, da wird RPAR schon automatisch angewendet auf alle Listenelemente und dann kannst du noch eine andere Strategie übergeben und dann wird das automatisch auf die Liste geschrieben. Also kannst auch mit Using hinter irgendeine List Comprehension hängen, funktioniert like a charm. Okay, das nächste ist jetzt die Parmonade. Gibt es soweit noch Fragen? Keiner, der sich traut. Okay. Oder doch? Doch. Ja. Naja, du willst... Das ist erst die eine und dann die andere. Also das ist jetzt keine magische Funktion, das ist erst das eine und das dann mit dem anderen. Also wenn du jetzt widersprüchliche Strategien einbauen würdest, dann würde halt erst die eine probiert und dann die andere. Also wenn du jetzt sagst, okay, werte es komplett aus mit LDeepSeek und werte es gar nicht aus, dann würde es wahrscheinlich erst gar nicht ausgewertet und dann gedeepseekt oder erst gedeepseekt und dann gar nicht ausgewertet. Kommt aufs selber raus, aber es macht zum Beispiel Sinn, wenn du zum Beispiel willst, dass es sowohl parallel ist, als auch ganz nach hinten ausgewertet, in Normalform. Ne? Das ist was irgendwas Sinnvolles, was man verwenden könnte. Statt Force zu schreiben, könnte man dann sagen, okay, using .rdeepseek, blub. Ne? Okay. Noch was? Nein. Okay. Zeit passt ungefähr. Parmonade. Das ist eine etwas andere Herangehensweise an, aber eigentlich fundamental dasselbe Problem. Es geht immer noch um Parallelism. Es geht immer noch, ich möchte gerne mehrere Kerne benutzen, um irgendwie schneller an meine Antwort zu kommen. Aber natürlich gibt es mehrere Arten und Weisen, wie man sowas machen kann. Die Evil-Monade und die Strategien waren die eine Herangehensweise und die Parmonade ist so die andere. Das Interface heißt, große Überraschung, Par. Es gibt den Typen, den ihr da in dem Modul bekommt. Es gibt die Monad-Instanz, wir gucken sie uns jetzt aber nicht an. Und es gibt RunPar. Ne? Ihr könnt euch schon denken, was es macht. Nimmt eine Berechnung in der Par-Monade und gibt den Wert zurück.
Hier müssen wir aber nicht einfach sagen, okay, ich habe einen Ausdruck, mach den mal parallel, sondern wir müssen explizit darüber werden, wo wir den Parallelismus haben wollen, und zwar mit fork. Fork ist ein Argument, fork ist eine Funktion, die eine Unit-Berechnung in der Paarmonade übergeben bekommt, diese parallel ausführt und dann und davon eine Unit-Berechnung in der Paarmonade selber zurückgibt. Und jetzt sagt ihr vollkommen zu Recht, what the hell, Jonas, wenn da nur Unit zurückgegeben wird, wie soll ich dann irgendwelche Daten übertragen? Ich rechne mich hier drüben auf dem anderen Kern tot und gebe dir Unit zurück. Na, großartig. Unit ist der uninteressanteste Typ von allen. Was soll denn jetzt hier gehen? Wie übergebe ich Daten? Ganz einfach, mit IVARs. Introducing. IVARs sind ein lustiger kleiner Datentyp, den ihr euch erstmal wie eine leere Kiste vorstellen könnt. Wir können eine neue leere Kiste machen mit new. Wir können etwas in diese Kiste tun mit put. Und wir können etwas aus dieser Kiste rausholen mit get. Und zwar können das unterschiedliche Teile des Programms machen. Das heißt, ich sage, okay, berechne mir bitte schön irgendeinen Scheiß und tu diesen Scheiß in folgende IVAR. Und dann kann ich mir von außen, von der anderen Berechnung, von der übergeordneten Berechnung, von der Elternberechnung, kann ich mir diesen Wert aus dieser IVAR wieder rausholen. Das ist one way only, das heißt, wenn du jetzt irgendwie zweimal put oder sowas auf eine IVAR aufrufst, dann ist das ein Fehler, aber prinzipiell so funktioniert das, so kann ich Daten hin und her schieben. Also leer macht eine neue leere Kiste, dann putte ich irgendwas in diese Kiste, das gibt auch ein paar Units zurück, wie es von den Typen her passen muss. Und dann kann ich mir im Elternthread oder sowas, die in der Elternberechnung, kann ich mir den Wert da rausholen. In Code sieht das so aus, aber ja, okay. Ein ähnlicher Datentyp, nimmt zwar die MVARs, werden uns in zwei Wochen, wenn es um Concurrency geht, auch nochmal begegnen. So, in Code sieht das so aus. Frage. Nein. Oder? Nein, glaube nicht. Und selbst wenn, warum würde das Purity verwechseln? Ja, nur einmal schreiben. Aber warum, wenn ich jetzt, ist eine gute Frage. Also die Frage war, verletzt das nicht Purity, wenn ich jetzt sage, okay, du eines Kind, schreib hier bitte 0 rein und du anderes Kind, schreib hier bitte 1 rein und wer schneller fertig ist, und dann könnte ich darüber mir den Wert holen und dann irgendwie unterschiedliche Dinge machen. Dann würde es davon abhängen, welches Kind zuerst fertig ist. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Library dir das verbietet, dass du einen Compiler-Fehler bekommst, wenn du sagst, okay, du Kind schreib in diese Variable und du Kind schreib in diese Variable. Genauso wie es ein Fehler wäre, wenn, oder es fliegt ein Runtime-Fehler, wenn der zweite versucht zu schreiben. Das könnte auch sein. Genauso, also wenn du zweimal aufrufst, put auf dieselbe IVAR, ist es ja ein Runtime-Fehler. Und wenn das jetzt vom selben Kind kommt oder von zwei Kindern, dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Also spätestens da dürfte dir das Programm, glaube ich, um die Haare fliegen. Aber prinzipiell funktioniert das erstmal so. Wir sagen, okay, I und J sind jetzt zwei neue IVARs. Und ich forke jetzt zwei Berechnungen, und zwar soll ich einmal die Ente-Fibonacci-Zahl und einmal die Empte-Fibonacci-Zahl ausrechnen und das jeweils in diese IVARs reinschreiben. Und dann hole ich mir die Werte. Get wartet so lange, bis da tatsächlich was drin ist. Also Get auf eine Leere wartet einfach so lange, bis irgendjemand ankommt und was reintut, und ab da geht's weiter. Und sobald ich jetzt hier also beide habe, gebe ich einfach die Summe von den beiden aus. Da kann man sich so einen wunderschönen Graph draus machen oder sich zumindest so vorstellen. Es gibt noch kein Tool, was das automatisiert, wird aber benötigt. Also wenn ihr irgendwie Bock auf Open Source habt, ihr könnt euch gerne mal irgendwie da drauf stürzen und da irgendwie ein Tool schreiben, was auch so paar Monaden Code automatisch Graphen generiert. Das wäre großartig. Aber
Der Witz ist, dass dieser Code durchaus zu diesem Graphen direkt korrespondiert. Jedes Fork gibt einen neuen Knoten, jedes New gibt eine neue Kante und Put und Get verknüpfen diese Kanten mit den Knoten entsprechend. Und wenn man sich dann jetzt diesen Graphen anschaut, sieht man, dass FibN und FibM unabhängig voneinander sind und deswegen parallel berechnet werden können. Ja? Ja. Okay. Okay, wir können aber natürlich noch mehr mit der Paarmonade machen als hübsche Datenflussgraphen. Wie würden wir jetzt das von vorhin irgendwie in der Paarmonade machen? Das wird jetzt etwas hässlicher als mit den Strategies. Aber, ach so, falls sich einer wundert, die ganzen Typklasseneinschränkungen von NF-Data hier sind, weil Put strikt ist. Wenn wir irgendetwas in eine I-var reintun, wird es komplett durchevaluiert. Das ist eine Design-Choice der Library, die sagen, nein, du sollst irgendwie nichts in Weakhead-Normal-Form in unsere schönen I-vars reintun. Das soll fertig sein. Und deswegen muss es in der NF-Data sein. Okay. So, jetzt gibt es in der Library von der Paarmonade gibt es diese wunderschöne Funktion spawn und die sagt im Prinzip nichts als hey, fork doch mal was in eine wunderschöne neue I-var und tu das da rein und ich gebe den Wert, den ich mir da rausgeholt habe, zurück. Oder die I-var gebe ich mir zurück. Nein, ich gebe insbesondere nicht den Wert zurück, sondern die I-var, wie es hier oben in der Typsignatur auch steht, zurück. So, und unser Paar-Map von vorhin können wir jetzt so formulieren, das ist einfach das monadische Map von spawn.f, also erst f, dann spawn, angewendet auf unsere Liste ist. Und das geht dann in IBS. IBS ist dann eine Liste von IVARs. Darauf mappe ich nochmal monadisch get und dann kriege ich eine Liste von den Werten. Das muss jetzt nicht so runtergehen wie Öl, das könnt ihr euch in der ruhigen Minute nochmal anschauen, wenn ihr lustig seid. Insbesondere wollte ich darauf hinaus, dass ihr ungefähr raus habt, wie das mit dem Put und Get funktioniert und dass das auch hier so funktionieren kann. Also dass man das gleiche Problem auch mit der Paarmonade lösen kann. Insbesondere, vielleicht noch zu erwähnen, F hat den Typ nicht A nach B, wie sonst, sondern A nach Paar B. Das heißt, bei der Berechnung von einem Sudoku zum Beispiel könnte ich auch wieder Parallelism anwenden, wenn es denn Sinn machen würde. So, jetzt einmal kurz Vergleich von Paarmonade und Strategies. Normalerweise, wenn jetzt euer Programm irgendeine lazy Datenstruktur kreiert, eine Liste, einen Stream, einen Baum, was auch immer, und ihr das einfach nur parallel auswerten wollt irgendwie, dann bietet sich in der Regel eine Strategy an, weil die sind dafür gemacht. Wenn ihr jetzt aber irgendwie mehr Kontrolle darüber haben wollt und sagt, oh nee, nein, erst genau dieses parallel und dann genau das parallel und dann irgendwie das Ergebnis von beiden genau hier parallel, dann ist es eher die Paarmonade. Run Evil von den Strategies ist sehr billig, Run Paar ist eher teuer. Das heißt, Run Evil könnt ihr überall hinklatschen, aber Run Paar macht ihr besser nur einmal und setzt dann alles da rein. Insbesondere ruft Run Paar am besten nicht nested auf. Das ist furchtbar. Ja? Was? Irgendwer hat einen Kommentar dazwischen geschmissen? Joris will es nicht gewesen sein. Okay. In der Paarmonade wird es schwierig mit Speculative Parallelism im Sinne von, hier wert erstmal diese 600 oder diese 1000 Begriffe aus und irgendwann später komme ich dann drauf zurück und gucke, wie viele du hast. Nochmal reiterated, Strategies erlauben es uns, den Code, der den Parallelismus erzeugt, von dem Code, der das Problem löst, zu trennen, was sehr, sehr hübsch ist. Paar ist eine reine Haskell-Bibliothek, das heißt, und nicht irgendwie mit dem Compiler verbunden. Das bedeutet, dass es auch natürlich leichter zu modifizieren ist und zum Beispiel könnt ihr einen anderen Scheduler dran schreiben, also eine andere Funktion, die entscheidet, was wann ausgeführt werden soll. Und Strategies haben aber prinzipiell einen besseren Support von Runtime System und ThreadScope. Das heißt, hier haben wir zwei Varianten, unterschiedlicherweise das gleiche zu tun. Und je nachdem, wo euer Programm hinfällt, müsst ihr euch halt selber entscheiden, was ihr tun wollt. So.
Und jetzt hätte ich eigentlich noch einen Überblick über Reaper, Bibliothek und Accelerate. Das kriege ich aber in 3 Minuten nicht mehr sinnvoll hin. Ich habe letzte Woche schon überzogen. Also machen wir das entweder übernächste Woche oder wir lassen es fallen, je nachdem. Mal schauen. Aber auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit.